So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen was gedownloadet. Hab erstmal, ne, quasi hier am Anfang die Rock-Sachen, hab dann nach Dance und Elektro gefiltert, hab ein bisschen gedownloadet und hab dann auch quasi auch noch nach Düster gefiltert. Bisschen ja, ich habe natürlich so ein paar Sachen, ne, so 17 Lieder, mal gucken. Starten wir einfach mal hier. Mal gucken, was da drin. Mal gucken, was da so mit dabei ist. Ja. So, wir machen wir jetzt erstmal weiter. Genau. Oh, die klingt gar nicht mal so schlecht, ey. Ich dachte jetzt eigentlich so bei der YouTube-Playlist ist nur so Scheiße mit dabei. Aber tatsächlich. Schön. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. So. Mist, ich hätte eigentlich gleich mal offscreen hier mich annehmen können. Ah, später nochmal. So. Ah, komm, haben wir gleich geschafft hier. Bumm. Hat es nicht so viel gebracht? Naja, wobei, geht eigentlich einigermaßen. Aber musst du hier noch irgendwas geben, was wir hier noch machen können? Irgendwas Sinnvolles. Ich hebe das mal alle auf 27. Mann, 75? Hat er gut geklappt? Achso, weil die auf Level 10 waren. Was? Okay. Aha. Oh, auf all DPS auf all Heroes. Sehr schön. Mindestens ein gutes Upgrade mit dabei. Hat sich die ganze Sache ja schon fast wieder gelohnt. Oh, und Increase your DPS. Damage Multiplier bei 5. Also jetzt haben wir jetzt. Ja genau, 15 haben wir jetzt so. Leider nicht 50. Schade eigentlich, aber gut. Man muss ja auch nicht gleich übertreiben, oder? Das hier wäre natürlich auch noch geil. Wie teuer bist du? Na komm, das schaffen wir doch. Los, ich will dich haben. Du Stück. Abfall, du. Danke. Och. Danke. So, dann haben wir auch schon mal hier Lucky Strike. Ja. Ich als ehemaliger Mitarbeiter einer Tankstelle muss natürlich da direkt immer direkt an die Zigarettenmarke denken. Danke dafür. Ich arbeite nie wieder an einer Tankstelle. Diese Albträume kriegst du nicht mehr raus. Das frisst sich einfach fest in deinem Kopf. So, dann haben wir hier noch. Gott, warum so teuer? Was ist denn los mit euch? Alles eher nicht so geil. Vor allem halt alles auch noch viel zu weit weg. Also jetzt von die Kosten her. Es wäre halt schon irgendwie geil. Oh, wait a minute. Ach so, muss ich aber so ganzes gucken hier. Kurz hier. Mama, wir speichern mal ganz kurz. Sollte ich sowieso viel öfters tun. Ach, habe ich sogar vor kurzem gerade getan. Ist das richtig? Ja, doch, muss ja. Bam. So. Ja, dann öffne ich mal ganz kurz den anderen. Genau, das ist der richtige. So. Import. Dann starten wir hier jetzt Importgeschäft. Na komm, perfekt. So, weg mit dir.
Oh, ein Fisch. Ja gut. Bringt jetzt nicht allzu viel hier. Ja. Und damit bin ich drinne. Kann ich irgendwas machen? Nee, nicht so. Gut, dann speichern wir das Ganze hier nochmal. Genau. So, und jetzt den anderen wieder. Nee. Den hier, mit der müsste das sein. Den wieder importieren. Nein, das war der Fall. Achso, klar, das war ja, alles gut. Bin ich jetzt immer noch drinne? Wäre witzig, wenn ich. Aber du müsst. Ja, doch, genau, ich bin noch drinne. Weil eben, das ist ja. Das wird ja serverseitig gemacht. So, das müsste jetzt der richtige Spielstand sein. Yay! Das ist. Hä? Wieso bin ich jetzt hier nicht mehr? Hä? Warum verschwende ich jetzt. Momentchen mal, ist doch der richtige, oder? 102, ja. Ist ja auch egal. So, yay! Okay, was jetzt? Wir haben jetzt mal hier Butter bei die Fische. Du kannst weg. Hilfe. Da. Und da. So. Genau. Da können wir mal ganz kurz gucken, was wir so machen können. Okay. Wow, eine Hero Soul. Yay. Obwohl, wait a minute. Wobei, das ist wahrscheinlich effektiver. 1% Damage. Nö, nee, das geht eigentlich. Da haben wir nach 20 Sekunden genauso viel wie er hier hat. Oder? Nach 20 Sekunden, also pro Sekunde, bekomme ich 0,2 dazu. Genau. Also nach 100 Sekunden habe ich dann 20% dazu. Bei 20 Klicks pro Sekunde. Accepted. Ich muss jetzt quasi hier auf 2000 kommen. Wenn ich, sobald ich hier 2000 habe, habe ich quasi das gleiche, wie ich mit dem hätte. Oder genau genommen sogar noch mehr, weil er hat ja DPS. Naja, nee. Ja, nee. Könnte sogar sein, dass es ein bisschen wie... Weiß ich gerade gar nicht. Ist auf jeden Fall ungefähr gleich. Weil Click Damage basiert ja auf DPS. Merkt man ja auch, dass hier beides hochgeht. So. Und dann können wir nämlich mal ganz kurz gucken, weil das hier ist nämlich komplett neu. Ich habe absolut keine Ahnung, was die von mir wollen. Ich weiß nur, dass das hier ganz interessant klingt. Mage. Deswegen habe ich auch bei meinem Hauptkonto jetzt einfach mal das Ding probiert. Aber ich habe da selber noch nichts gemacht. Deswegen bin ich hier auch noch Level 1. Ja, ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Wir machen einfach mal... Rouge klingt halt total lame. Ist halt normal, ne? Physikalischen Damage. Ich persönlich bin immer der Magier. Da ich aber auf meinem Hauptkonto bereits Magier habe, bin ich hier einfach mal Priester. Hallo? Alter, Mausparty? Was ist denn hier los? Lol. Ja. So. Und was können wir jetzt hier? Check-in. Your clan completed the raid without you. You can still check in to get the reward. Okay. Reward Box. Okay, genau. Das hatte ich auch bei dem vor. Jetzt habe ich hier 100 Punkte. Und ich brauche scheinbar noch 500, um ein Level Up zu bekommen. Die Frage ist, was hat man denn davon? Ist es denn einfach nur etwas, was hier irgendwo steht und schön ist? Oder hat man davon auch irgendwelche technischen Vorteile, sage ich jetzt mal? Das wäre nämlich halt ganz interessant. Weil das, ich habe ja auch noch Rubies bekommen, ne? 10 Stück. Also das alleine ist ja quasi schon Belohnung genug, wenn man so möchte, weil 10 Rubies haben oder nicht haben, ne, pro Level, nee, pro Fight, ist ja auch schon mal was. Vor allem, ich weiß gar nicht, kann man hier pro Tag nur einmal kämpfen oder wirklich alle 4 Stunden? Weil ich weiß, ich habe es heute Mittag bereits einmal probiert und da stand es ja auch 4 Stunden. Ja, wie gesagt...
das hier ist halt alles komplett neu. Das ist halt das, was sie jetzt mit der Version 1E12 neu dazu kam. Das Klassische gibt es aber immer noch, das ist das hier quasi, wurde jetzt einfach in Unterfenster verschoben. Ach, hier habe ich auch nochmal einen Reward. Sehr schön, habe ich schon zwei bekommen. Haha. Was? Nee, das war der. Ach, ich weiß es nicht. Ach nee, das... Ja, das von gestern und das war das von heute. Alles gut. Was? Genau, auf jeden Fall ist das quasi das Klassische, das gibt es weiterhin. Ist es aber nur noch eine Unterfunktion von vielen. Und wie gesagt, das Ding hier kam komplett neu dazu. Das... Achso, das allgemeines Management. Und das ist halt der Chat. Ja. Genau. Fisch. Da werden wir also noch viel Spaß haben. Ja, müssen wir gucken. So, King Medias. Können wir eigentlich direkt mal holen. King Medias gibt uns Geld. Nicht gerade wenig. Oh, Level 55. Schaffen wir das schon? Ja, sieht gut aus. Jetzt haben wir noch eine Hero-Soul über. Mit der können wir leider überhaupt nichts anfangen. Aber kriegen wir wenigstens 10% Damage dazu. So, siehst du, und jetzt haben wir hier bereits quasi 50%, also 48% dazu. Also schon mehr, als wir hier hätten. Gehabt hätten. Hätten. Digga, was ist denn das für ein Lied, Alter? Okay. Der Anfang war ja total übersteuert, Alter. Ich hatte so eine Lieder, wo die mit Übersteuerung arbeiten. Ich kann so Übersteuerung überhaupt nicht abhaben. Egal, ob es jetzt Bässe sind oder allgemeine Instrumente. Ich hasse sowas. Ist nicht meins. Mit sowas kann ich absolut nichts anfangen. Was jetzt genau? Die machen ja erstmal das, was sie machen. Was auch immer sie machen. Okay, die haben wir auch schon mal durch hier. Einmal heftig durchgenommen. Dann können wir jetzt eigentlich die hier... Was machen wir denn da? Das. Ich hebe das zumindest schon mal auf Level 15. So, und 10 weitere Level kosten 2E12. Bringt uns hier aber bei dem nicht allzu viel. Das bringt uns gar nichts. Die beide können wir aber schon mal machen. Dann haben die zumindest schon mal ein sauberes Level. Ansonsten konzentrieren wir uns natürlich erstmal hier auf die beiden unteren. Also vor allen Dingen hier auf King Medias. Der hier scheint nichts Brauchbares zu haben bei Level 10. Und King Medias hat aber immerhin die ganzen Goldsachen. Also von daher. Oh, wir stecken gerade beim Boss. LOL. Na komm. Fertig. Mach. Danke. So. Dann können wir hier King Medias nochmal ein Level. Immerhin. Level haben oder nicht haben. Und schon 13%. Digga, was geht ab? Ach ja. Ich freue mich schon, wenn wir das erste Mal Level 100 erreichen und es dann diesen Auto-Forwarding-Modus gibt. Das wird ein Spaß. Das sag ich euch. Fun Fact: Ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich überhaupt schon aufnehme. 13. Boah, da haben wir noch voll viel Zeit. Sehr schön. Das Einzige, was ich an MPV nicht so schön finde, ist, ne, MPV ist halt ein sehr schöner Videoplayer, aber halt nicht so gut geeignet für halt Audio, weil, ne, es gibt jetzt heute keinen Zufallswiedergabe. Das ist irgendwie etwas, was hier noch fehlt. Ich meine, MPV kann schon eine ganze Menge. Ist auf jeden Fall bei weitem besser als hier VLC Media Player. Weil es halt viel schlichter ist und ich mag schlichte Programme. Früher habe ich sogar immer Musik und Videos mit FF Play geguckt. Also ein Media Player, der eigentlich gar kein Media Player ist, sondern eher sowas wie so ein Vorschau-Player, wenn du so willst. Aber ich mag es halt schlicht und einfach. Wobei FF Player, der FF Player, der hat sogar ein relativ cooles Feature.
Muss mal hier mal kurz die Fresse halten. So, jetzt habe ich das mal ganz kurz. Wobei, jetzt wird das Ding ganz schön laut. Egal, müssen wir ganz kurz ein bisschen die Musik runterstellen. Habe ich FFPlay installiert? Ja, doch, klar, genau. Ne, klar, wir sind installiert. Ich schon wieder. Ich bin doch bescheuert, Alter. Was nehme ich denn einfach? Oh, komm, hier. X-Ray klingt interessant. So. Okay, jetzt bin ich top. Jetzt bin ich top. Aber da seht ihr schon, was ich meine. Ja, ich mache mal noch mal ganz kurz an hier. Diesen Spektrum-Analyzer, den konnte ich mir damals quasi stundenlang angucken. Und das ist halt, ne, diesen, ja. Oder was so noch gab, ist das Ding hier. Achtung, wird wieder laut. Und das war's halt. Aber wie gesagt, FF Play ist eigentlich kein Media Player, sondern FF Play ist quasi einfach nur ein Wiedergabeprogramm, was halt einfach zu FFmpeg dazugehört. Und ne, FFmpeg ist halt ein Konsolen- oder ja doch, ein Command-Line-Converter, also quasi ein Media-Converter, aber auf Kommandozeilenebene, woraus ja später auch AV-Convert entstanden ist, was ich ja jetzt derzeit nutze, für meine, zum Beispiel für die ganzen Aufnahmen, ne? Ist ja quasi das Schwesterprojekt dazu, arbeiten beide auf LibAV-Basis. Ja, und wie gesagt, FFPlay ist also eigentlich nicht dazu gedacht, um damit Musik wiederzugeben, sondern ist halt quasi einfach nur, ja, gibt es, weil es auf eine gewisse Art sinnvoll ist und auch irgendwie systembedingt quasi ein Ab... Ja, FFmpeg bietet halt alles, was du brauchst, um von X nach Y zu konvertieren. Das heißt, du kannst quasi von einer Datei zu einer Datei konvertieren. Du kannst von einem Netzwerkstream zu einer Datei konvertieren. Du kannst natürlich auch alles andersrum machen, von einer Datei in einen Netzwerkstream konvertieren. Du kannst von deinem Desktop, von Fenstern, in eine Datei konvertieren. Das ist ja das, was ich hier gerade mache, ne? Hier mit diesem X11-Grab. Da, gut, ist ja natürlich hier schon beim Zeilenumbruch. Und dementsprechend ist es natürlich auch nur naheliegend, wenn man von einem Bildschirm in eine Datei konvertieren kann, dass man es quasi auch andersrum kann, aus einer Datei in ein Bildschirm konvertieren. Und das ist quasi nichts anderes als das, was FFPlay macht. Es ist also nichts anderes als ein, ja, als die Fähigkeiten, die FFmpeg an sich sowieso schon kann, doch mal als extra Programm bereitzustellen. Ist also quasi einfach ein Abfallprodukt, was irgendwie Sinn macht. Aber es ist halt nicht dazu gedacht, es jetzt wirklich massiv als Media Player zu benutzen. Aber habe ich früher halt sehr gerne gemacht, weil mir halt dieser Spectrum Analyzer, ich liebe meine Aussprache, ja, was? Genau, ich fand's halt geil. Ne? Immer noch auch, ja, aber mittlerweile nutze ich das halt nicht mehr so dolle, einfach weil es natürlich, wie gesagt, es ist kein Media Player und hat dementsprechend auch Nachteile. Ne, du kannst zum Beispiel nicht einen Titel zurückspringen. Du kannst aber dafür innerhalb eines Titels sehr gut springen. Ich möchte es aber nicht vorführen, weil das Ding hat zum Beispiel auch keine Lautstärkeregelung. Es läuft also immer auf 100%. Wobei, ich weiß gar nicht, konnte... Es ist halt schon so lange her. Konnte das Ding auch mit Tastendruck die Lautstärke verändern? Nee, ne? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, es gibt das Programm. Und MPV ist ja halt wirklich schon ein richtiger Media Player. Da kannst du ja sogar hier Streams im. Ne, also kann quasi alles, was halt richtige Players können. Ist halt aber wesentlich schlichter und wesentlich einfacher. Und super schlank und super schnell dadurch. Ich mag es halt. So. Digga, ich rede zu viel. Okay. Können wir hier direkt auf den nächsten wechseln? Macht aber wahrscheinlich keinen Sinn.
Ne, macht überhaupt keinen Sinn. Ich bleib lieber bei King Medias. Zumal wir auch bald dieses erste Upgrade bekommen. Und das schon ganz geil ist. 25% mehr Gold? Das ist schon nicht schlecht. Das kann man schon machen, kann man das. Achso, ich muss jetzt natürlich meine alte Playlist wieder starten hier. Genau, das ist das. Und das hier. Alles gut. Nein, da. Danke. Warum bist du endlich minimiert? Danke. So. Den Boss haben wir auch schon wieder geschafft. Sehr schön. Na komm. 4E13, das dauert noch ein bisschen. Der dauert noch ein bisschen. So. Können wir bald hier mit den Upgrades hier mit den Skills hier richtig losbuttern. Alter, aber wie wir einfach schon Level 62 sind. Ist gar nicht mal so schlecht. Achso, okay, weil wir jetzt auch Jaganaut haben. Ne, der hier. Ja, Clan am Anfang ist schon ganz schön der Booster. Das muss man schon dazu sagen. Ich meine jetzt die Autoklicker auch, aber die nehmen einem quasi nur Arbeit ab. Ne, auf 16.000 Klicks kommt man auch mit selber tippen. Ich weiß noch damals, als ich angefangen hatte mit Clicker Hero, da hatte ich ja noch damals über mein Handy gespielt. Noch während der Ausbildung früher. Ach, das ist lange her. Ich weiß noch damals vor der Wende 1973. Da gab es immer Handys. Da musste das alles noch in eine Steintafel kritzeln. Nein. Was? Genau. Da habe ich ja auch wesentlich immer wenn ich irgendwo auf den Zug gewartet habe am Bahnhof, habe ich auch mal Clicker Heroes gespielt und da kam ich weit über 17.000. Also, ne, das ist jetzt nicht wirklich ein Vorteil. Es nimmt halt einem die Arbeit nur ab. Jaganaut hingegen, der hat schon einen ganz schön heftigen Vorteil. Weil ich meine, wir haben jetzt schon 170% plus. Also insgesamt den 2,5-fachen Schaden, den wir normalerweise gerade mal hätten. Also das ist schon definitiv Vorteil. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass wir mittlerweile auch das Ding hier haben. Aber das sind schon Sachen, ne? Oh, Goldkiste, sehr schön. Das sind dann wirklich Sachen, die... Das macht mich bemerkbar. Ich weiß gar nicht, wie lange spielen wir jetzt eigentlich gerade schon? Eine Stunde 30, ja doch. Also für eine Stunde 30 ist Level 60 echt schon ganz schön schnell. Normalerweise bist du nach einer Stunde 30 gerade mal so bei Level 40 oder sowas. Naja, nicht ganz, aber maximal bei Level 50, aber nicht schon bei Level 63. Wir hatten ja noch nicht mal eine Ascension gehabt. Ist ja die allererste Runde und die dauert immer ewig. Von daher. So. Ach ja, Abaddon. Irgendwie kenne ich diesen Namen, Abaddon. War das irgendein Lied? War das damals irgend so ein Abaddon? Ist es eine geschichtlich relevante Person? Persönlichkeit? Abaddon. Oh, ja, tatsächlich. Aus der Bibel. Ah, da kenne ich das. Jesus öffnet den Abgrund und aus seinem Rauch kam. Ah, von daher kenne ich. Ah, okay. Ja, im Täuschrecken kenne ich mich aus. Spaß. Jesus öffnet den Abgrund und aus seinem Rauch. Aus seinem Rauch? Atmet der Typ jetzt vor Rauch oder was? Und hatte über sich einen König, den Engel des Abgrundes. Dessen Name hieß Abaddon. Und auf Griechisch hat er den Namen Apollon. Apollon. War das nicht ein Schiff, ein Captain? Abaddon, Apollon. Ah ne, es war ja Napoleon. Also, da noch ein N davor. Ich muss schon sagen,
Apulion? Abaddon? Sieht schon extrem heiß aus. Holy shit, ey. Abaddon, du kleiner Ficker. Gut, hat sehr feminine Züge, muss man schon sagen. Er sieht fast aus wie eine Frau. Ja? Aber... Ich meine, der hat doch eine ganz schöne Wandlung durchgemacht. Ich meine, guck mal so, ne? So sah der hier 3000 vor Christus aus. Und heutzutage sieht er einfach mal so aus. Ich meine, erstens mal mit 5000 Jahren noch so auszusehen. Ja, muss man schon schaffen. Und vor allen Dingen, gut, in 5000 Jahren so einen Wandel durchzumachen, ist jetzt nicht so schwer. Ne? Bisschen plastische Chirurgie, das geht schon. Aber, muss man schon sagen, was ist das denn eigentlich? Das hat mich gerade ultra an hier, Enomine erinnert. Enomine, Neva. Enomine, Enomine, Enomine. Ach ja, ich weiß noch damals, als ich die Lieder vorgestellt habe von Enomine und einfach alle Lieder von YouTube weggestrikt wurden. Ich hasse YouTube so sehr. War ich jetzt gerade die ganze Zeit beim Boss, ohne ihn zu schaffen? Ernsthaft jetzt? Das ist traurig, Mann. Das ist traurig. Ja. So, erstmal wieder Vollbild machen hier. So. Oh Mann, Alter. Mazu! Tja, ich frag mich, wann der erste Boss kommt, wo wir tatsächlich alle Upgrades brauchen. Also wirklich komplett alle Upgrades. So richtig hardcore-mäßig. Weil bisher kamen wir echt relativ gut durch. Ah, hier ist schon wieder 100% drauf. Jetzt haben wir einfach mal statt den 2,5-fachen fast das 3,5-fache an Schaden. Ist schon nicht schlecht. Oh, Alter, wie schnell jetzt wieder runtergeht. Ist ja hier, ist ja Autobahn hier. Hier ist 30er-Zone. Was? Loadet deine Mutter? War das gerade Geld oder Schaden? Irgendwas, keine Ahnung. Aber loaded ist wahrscheinlich Geld, dass wir hier 1,15 an Geld verdient haben oder sowas. Dass der Text auch immer wieder so schnell verschwindet, Alter, kannst du gar nicht lesen. Wie willst du das schaffen? Das funktioniert nicht. So. Ach Mann, Alter. Gibt's hier keine geilen Upgrades? Ich glaube, wir bleiben erstmal mal bei King Bedias. Was hat der hier eigentlich? Auch nur einen Schaden. Ach, die haben doch alle einen Schaden, Alter. Ganz ehrlich. So, King Bedias. Dankeschön. Ist doch zu teuer. Wie viel brauchst du denn? 1,3 E15. Das dauert noch ein bisschen. Der dauert noch ein bisschen. Schade eigentlich. Alter, wie das hier für ein Level, Alter. Danke. Auch nur Kacke. Alles nur Kackdreck, Shit. Na komm, so, so. So, hier unten sieht es aber relativ gut noch aus. So. 1,3, ja komm. Dankeschön. E14. So, Level 70 sollten wir locker schaffen. Alter, komm, ernsthaft jetzt? Über diese Beleidigungen hier. Am Arbeitsplatz. So, sehr schön. Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Sehr schön. Alter, was ist hier los? Das geht nie ab. Ist ja wie hier, weiß nicht. Was ist da? Bitte was? Schaffen wir das? Nein, schaffen wir nicht. Wir schaffen es nicht. Nein.
Wir müssen mal wieder Folgenpause machen. Ich glaube, die Folge ist mittlerweile lang genug. Von daher, bis zur nächsten Folge.